Servus und hallo zu einer weiteren Folge. Heute eigentlich nur ein kurzes Update. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich ausheul, aber naja. Ich habe inzwischen mal einfach so einen kleinen Auflieger gebaut, den ihr da in der Ferne seht. Tada. Hui. Ja, und zwar dachte ich, ich baue euch mal einen schlichten einfachen zum Testen, ob es überhaupt denn funktioniert. So, und jetzt fahre ich mal ran und dann passiert Folgendes. Bum, 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 Zeitlupe. Und es kotzt mich einfach nur an. Wieder kann ich hier nicht weiterbauen. Wieder klappt es einfach mit der Performance nicht. Ich vermute mal, dass es an den 50 Millionen Federn liegt, die hier verbaut sind. Es ist einfach nur ätzend. Warum kann man nicht einfach hier eine gescheite Performance hinkriegen? Das nervt mich in letzter Zeit so dermaßen. Ich habe gar keine Lust mehr auf Scrap-Mechanik. Ich bin ganz ehrlich. Es kotzt mich nur noch an. Man fängt was an zu bauen, man würde gern weiterbauen, aber dann spinnt die Performance wieder und alles ruckelt wie verrückt und dann ist es nur halb fertig oder so. Also, ich habe echt keinen Bock mehr. Sobald die Performance besser ist, wage ich mich wieder ran, aber solange das so ist, wirklich, es macht keinen Spaß mehr. Ich habe auch versucht, es direkt von hier anzuschweißen und genau das gleiche. Also es bringt gar nichts, ob das jetzt hier mit diesem Fahrzeug verbunden ist, mit dem Bearing, oder ob ich es jetzt aufnehme, spielt keine Rolle, es ruckelt wie verrückt. Und ja, ich zeige euch trotzdem noch ganz kurz das Objekt. Sattelkipper heißt die Dinger, habe ich versucht so mal halbwegs nachzubauen. Hier ist noch was, das gefällt mir eigentlich nicht so. Bringt zwar nichts, das jetzt zu verändern, solange die Performance so beschissen ist. Das hätte ich gerne so. Aber naja. Der kann sich übrigens auch aufstellen. Die sind nur mal so provisorisch hier draußen dran, diese Controller. Also das ist nicht final. Aber wie gesagt, Performance, scheiße, ich nichts Lust hier weiterzumachen. Seht ihr, unten muss ich das hier ausfahren, weil der hat auch Federn, habe ich an dem verbaut. Das hängt sich aber dann ein bisschen ab, dass der sich auch etwas in die Kurven legt und so, habe ich mir gedacht. Aber ich kann es nicht ausprobieren, weil es funktioniert einfach nicht. Es ruckelt so sehr, es ist unspielbar. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt erwähnt habe, dass es ruckelt und ruckelt, aber es kotzt mich einfach an. Und deshalb wird es in nächster Zeit wahrscheinlich keine Scrap-Mechanik-Videos geben. Außer ich habe wirklich mal wieder total Lust, was zu bauen. Aber vorerst lege ich das jetzt einfach mal auf Eis. Ich warte jetzt mal bis zum nächsten Update, was da Neues kommt. Dann mache ich mal wieder ein bisschen weiter. Und klar, eventuell, also mit Tarindor mache ich auf jeden Fall noch den Zug fertig und mal schauen, vielleicht starten wir ja dann noch ein neues Community-Projekt, wo wir gemeinsam was bauen, zumindest versuchen zu bauen, wahrscheinlich macht es die Performance jetzt nicht durch Rechnung. Die Ideenschmiede ist bestimmt auch mit dabei, dass wir hier mal was zu dritt starten. Er hat ja auch richtig coole Kreationen, schaut auf jeden Fall mal auch in seinem Kanal vorbei. Richtig klasse, was er baut, hat jetzt auch einen Bus gebaut, einen ziemlich futuristischen Bus, wie ich finde. Für mich sieht es fast eher aus wie ein futuristisches Wohnmobil. Vielleicht baut er ihn ja noch um oder nochmal zu einem Wohnmobil. Aber schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, echt coole Sachen. Und wenn ihr selber eine Kreation habt, die ihr präsentieren wollt, dann wendet euch an den Tarindor, der präsentiert gerne andere Kreationen. Ja, das war's von meiner Seite. Wie gesagt, Scrap-Mechanik erstmal eine kurze Pause oder eine etwas längere, ich kann es noch nicht sagen. Ja, und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder. Ich komme auf jeden Fall wieder mit einem neuen Video. Das
nächste wird bestimmt das Zugvideo sein, wie wir da was gebastelt haben. Der Herr Tarindo und ich. Okidoki. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Ciao.